Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst entschuldigen Sie meine Stimme, aber manchmal schlägt die Krankheit zu. Ich kann es nicht ändern. Es begann hoffnungsvoll und endete typisch für diese große Koalition, nämlich ernüchternd und ungerecht. Auf der Sitzung des Finanzausschusses des Landkreistages erklärten die Vertreter von CDU und SPD noch vollmundig, dass ihnen die Nöte und Sorgen der Kommunen bewusst seien und die Probleme, die dieses FAG mit sich bringt, natürlich auch bekannt seien. Kollege Heinz Müller von der SPD erklärte sogar, dass es natürlich dem Geiste des Konnexitätsprinzips widerspräche, wenn ein Loch von ungefähr 36 Millionen Euro bei den Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises klaffe. Also eben bei den Aufgaben, die die Kommunen für das Land übernehmen. Na, das hört sich doch hoffnungsvoll an. Und auch die umfangreiche Bestellung von Zahlenmaterial durch die SPD beim Innenminister für den Innenausschuss ließ auch noch kurz hoffen. Doch dann nichts mehr. Schweigen im Walde. Die ganzen Zahlen wurden nicht mal im Ausschuss thematisiert. Grüne und Linke legten im Ausschuss Änderungsanträge vor. Doch kein Wort von der Koalition dazu. Die Anträge wurden kommentarlos abgelehnt, bis eben auf eine minimale Änderung, die die Gewerbesteuereinnahmen aus gemeindefreien Gebieten im Küstengewässer mit einbezieht, wurde das FAG unverändert durch die Ausschüsse durchgewunken. In diesem Sinne bin ich ja froh, dass es zumindest hier und heute eine Debatte zu diesem Thema gibt. Ich hatte nämlich schon ein bisschen Angst, dass die Kollegen und Kolleginnen der Koalition gar keine Redezeit für sich beantragen. Es begann also hoffnungslos und endete, wie so häufig, ernüchternd. Ist der CDU eigentlich bewusst, dass sich gerade ihr größter politischer Erfolg in dieser Legislaturperiode in Luft auflöst? Dass von der CDU von der SPD abgerungene 100 Millionen Euro Soforthilfepaket für die Kommunen wird durch das 36 Millionen Euro Loch im FAG wieder aufgefressen. Da verpufft der große politische Erfolg der CDU. Und zwar in ziemlich genau dem Zeitraum, für welchen auch das Soforthilfepaket vorgesehen war, nämlich in den nächsten 3 Jahren, fressen diese 36 Millionen Euro ihr Soforthilfeprogramm restlos wieder auf. Also entweder war die Soforthilfe für die Kommunen ein lang angelegter großer Budenzauber der Koalition, oder aber das Finanzministerium hat das Innenministerium über den Tisch gezogen. Ich weiß jetzt nicht, was besser wäre. Wie dem auch sei, wie Sie aus dem vorliegenden Änderungsantrag und der vorliegenden Entschließung der Fraktionen Die Linke und Die Grünen erkennen können, halten wir unabhängig von der Notwendigkeit einer grundlegenden Novellierung des FAG bereits heute einige dringende Änderungen am vorliegenden Gesetzentwurf für notwendig. Erstens muss das Land die Kostensteigerung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vollständig ausgleichen. Das bedeutet, dass die Finanzzuweisungen des Landes um 36,7 Millionen Euro aufzustocken sind. Warum halten wir das für notwendig? In seinen eigenen Berechnungen kommt das Ministerium auf einen Finanzbedarf nach § 15 Absatz 1 bis 3 von etwa 216 Millionen Euro. Aber es billigt den Kommunen nur eine Zuweisungssumme von rund 200 Millionen Euro zu. Da fehlen 16 Millionen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei § 15 Absatz 4, den Kosten der Katasterämter. Das Ministerium ermittelt einen Finanzbedarf von 27,4 Millionen Euro, stellt den Kommunen aber nur 25,4 Millionen Euro zur Verfügung. Wieder fehlen 2 Millionen Euro. Nochmal zum Verständnis. Das Land weiß also, dass die Finanzzuweisungen für die Aufgaben, die die Kommunen für das Land erledigen, nicht ausreichen und lässt die Kommunen damit dennoch im Regen stehen. Denn einen vollständigen Ausgleich gibt es nicht. Dabei bedient sich die Regierung zweier Tricks. Zum einen wird gesagt, dass das Land einen Selbstbehalt von 7,5% abzieht, damit die Kommunen die Aufgaben auch wirtschaftlich erledigen würden. Dies sei schon immer so gewesen, sagt die Landesregierung, und sei auch plausibel. Allein konnte von der Landesregierung nicht begründet werden, warum ausgerechnet 7,5% abgezogen werden. Auch konnten sich die kommunalen Spitzenverbände in ihren Stellungnahmen an ein ähnliches Vorgehen in der Vergangenheit nicht erinnern. Fraglich ist auch, warum 7,5% für alle Aufgaben, für alle Kommunen angemessen sein soll. Soll das etwa heißen, dass in den Augen des Innenministeriums alle Kommunen gleich unwirtschaftlich arbeiten? Eine Antwort ist die Landesregierung bis heute schuldig geblieben. Zum anderen besteht das Problem darin, dass der Vorwegabzug zulasten der Schlüsselzuweisung aufgestockt wird. Das heißt, die Kommunen haben die Kostensteigerung allein zu tragen.
Zur Erinnerung, es handelt sich um Aufgaben, die für das Land wahrgenommen werden und dennoch tragen die Kommunen die Kostensteigerungen. Da nützt es auch nichts, darauf zu verweisen, dass das Konnexitätsprinzip nicht greife, da die Aufgaben bereits vor der Einführung des Konnexitätsprinzips in der Landesverfassung im Jahr 2000 an die Kommunen übertragen wurden. Das mag zwar formal korrekt sein, entspricht aber weder dem Geist des Konnexitätsgedankens, wie es der Abgeordnete Heinz Müller so schön beim Landkreistag formulierte, noch wird die Landesregierung damit der Verantwortung für die Kommunen gerecht. Oder soll etwa, wie gesagt, das jüngste 100 Millionen Soforthilfepaket als Ausgleich für die gestiegenen Kosten der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises dienen? Dann wäre diese zusätzliche Hilfe aber nach 3 Jahren, wie gesagt, aufgebraucht. So kann man natürlich auch Politik machen. Vorne die Geschenke verteilen und durch die Hintertür das Geld von den Beschenkten gleich wieder einsammeln. Das widerspricht nicht nur dem Geist des Konnexitätsprinzips, sondern auch dem Geist der Weihnachtszeit. Zweitens fordern wir in unserem Änderungsantrag mit der Linken die Landesregierung auf, endlich eine verfassungskonforme Neuregelung der Stadt-Umland-Umlage vorzulegen. Ein entsprechendes Gutachten liegt der Landesregierung vor, nur es passiert nichts. Worauf warten Sie eigentlich? Wahrscheinlich gilt auch hier die Devise, einfach aussitzen, nicht darüber sprechen, vielleicht wird es dann irgendwann vergessen. So löst man aber keine Probleme, meine Damen und Herren. Drittens fordern wir einen Ausgleich für die Landkreise, für die Mehrkosten der Schülerbeförderung in den ehemals kreisfreien und nun eingekreisten Städten des Landes. Auch hier scheut die Landesregierung und die Koalition keinen argumentativen Klimmzug. Um sich auch ja vor dem Konnexitätsprinzip zu drücken, da wird dann gesagt, dass die Landkreise auch vorher bereits die Aufgabe des Schülertransportes zu erledigen hatten. Das heißt, es handele sich um gar keine neue Aufgabe, sodass das Land auch nicht mehr Geld zur Verfügung stellen müsste. Nun können Sie doch aber nicht die Augen davor verschließen, dass die Ausgaben für die Schülerbeförderung durch die Einkreisung der 4 Städte für die Kreise offensichtlich gestiegen sind. Und zwar nicht, weil es die Kreise und die Städte so wollten, sondern weil das Land es so beschlossen hat. Mit einer so albernen Argumentation bekommt die Landesregierung doch niemanden im Land überzeugt. Für, meine Damen und Herren, wie blöd, das muss ich mal wirklich fragen, halten Sie eigentlich unsere kommunalen Mandatsträger im Land, dass Sie glauben, dass Sie auf einen solchen argumentativen Quatsch hereinfallen? Ich bin wirklich entsetzt. Viertens. Ja, das liegt daran, dass meine Stimme heute nicht so viele Sprünge machen kann, sonst würde ich hier natürlich mehr umherhopsen. Tut mir leid. Viertens sind wir gegen eine Übertragung der Mittel des Vorwegabzugs für die Theater und Orchester an das Bildungsministerium. Die Kriterien der Verteilung sind unklar und solange die nicht klar sind, sollte der Landesgesetzgeber keiner Mittelübertragung zustimmen. Diesem Bildungsminister ist nicht mehr über den Weg zu trauen. Das werden wir an anderer Stelle noch zu debattieren haben. Auch zum Selbstschutz sollte die Landesregierung alles vor Herrn Brotkorb sichern und retten, was zu sichern und zu retten ist. Fünftens fordern wir die Landesregierung auf, eine grundlegende Novellierung des FAG so rechtzeitig vorzulegen, dass diese bis zum 01.01.2016 auch wirklich in Kraft treten kann. Ich appelliere an alle Beteiligten, eine grundlegende Novellierung des FAG noch in dieser Legislatur zu ermöglichen, da andernfalls nur eine Fortsetzung der Politik der ständigen Hilfspakete droht. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bitte ich um Zustimmung unserer Änderungsanträge. Wir werden dem Gesetzentwurf andernfalls nicht zustimmen können. Vielen Dank.